Ich glaube, es fällt uns heute Abend allen schwer zu klatschen, weil wir uns ein anderes Ergebnis nicht nur gewünscht und erhofft hätten, sondern auch verdient haben eigentlich, aber es ist nicht da. Und ich weiß, wie sehr ihr in den letzten Tagen und Wochen und Monaten, wie wir alle eigentlich, auf der Straße gestanden habt und wir die Hoffnung gehabt haben, auch in den letzten Tagen und Wochen und Monaten, weil uns eine ganz andere Stimmung entgegengeschlagen ist, dass wir mehr reißen können, dass wir mehr Prozente für die SPD einfahren können, dass wir mehr überzeugen können mit unseren Inhalten. Und wenn man sich das Ergebnis heute Abend anguckt, dann müssen wir trotz allem sagen, wir haben es nicht geschafft. Das heißt aber nicht, dass wir ganz den Kopf hängen lassen dürfen. Es geht nicht, Sozialdemokratie wird immer gebraucht. Und wenn man sich anguckt, wie das Parteienspektrum sich verschoben hat in allen drei Landtagen, dann ist das eine gefährliche Verschiebung, die da stattgefunden hat. Was wir in den letzten Monaten immer vergessen haben, ist, dass die AfD schon in 5 anderen Landtagen auch sitzt und jetzt in diesen 3 auch noch sitzen wird. Das wird eine harte Arbeit für uns sein. Ja, es haben viele Leute Protest gewählt. Es ist sicherlich viel die Situation gewesen, die wir seit letztem Sommer hier hatten, dass etliche auf dem Rücken des Flüchtlingsthemas Wahlkampf gemacht haben. Einen sehr eindimensionalen Wahlkampf, den die SPD nie machen würde. Und da bin ich auch stolz drauf, dass wir die Haltung bewahrt haben in diesem Wahlkampf. Heute Morgen hat mir ein Genosse auf Facebook geschrieben, ich kannte den Satz von Willy Brandt gar nicht, aber der sagt, Katrin, denke mal dran. Willy Brandt hat mal gesagt, es macht keinen Sinn für die Sozialdemokratie gewinnen, wenn man dafür seine Werte verraten muss und keine sozialdemokratischen Werte einsetzen kann im Wahlkampf. Das ist das, was wir, was das Thema Flüchtlinge angeht, glaube ich, eben gerade nicht gemacht haben. Und deshalb hat sich das auch ganz sicher mit ausgewirkt. Aber ich glaube auch, dass dieser Vertrauensverlust, den ja alle etablierten Parteien haben hinnehmen müssen, auch die, die bis gestern noch gedacht haben, dass sie verschont bleiben, die CDU, die Linke, die Grünen, alle haben Verluste registrieren müssen heute. Größere, als sie vermutet hatten, weil sie gedacht haben, es ist nur die SPD, die verliert. Und das heißt, die etablierten demokratischen Parteien haben in der Bevölkerung einen Vertrauensverlust. Und da müssen auch wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns fragen, wie können wir den in den nächsten 5 Jahren wieder gut machen? Und wir müssen ihn wieder gut machen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass unsere Werte, auch für die, die wir im Wahlkampf gestanden haben, für gute Arbeit, für gleiche Bildungschancen, für eine klare Haltung, dass die wichtig sind in der Gesellschaft und dass die Menschen nur darauf warten, dass sie eben nicht AfD wählen müssen, sondern wieder Sozialdemokratie wählen können. Und das wird der Job der nächsten 5 Jahre sein.